Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Rainbow High, ein Leben für den Laufsteg. Wir sind jetzt als Violet unterwegs. Im letzten Part haben wir, so müssen wir es machen, die Kontakte, haben wir die Mädels alle mal so ein bisschen kennengelernt. Charakter wechseln. Beziehungsweise noch nicht alle. Wir haben auf jeden Fall das Cheerleader-Outfit von, von Sunny auf freigeschaltet. Huh. Und wir müssen jetzt runter in den ersten Stock. Wer bist du? Guten Morgen. Hi. Ich versuche halt mit jenen zu reden. Ich muss in den ersten. Okay, der Scene Room ist in der Mitte des Atriums. Ich sollte mich beeilen. Ja, ich laufe doch schon. Wo bist du denn? Hm. Ein Korb voller schmutziger Wäsche. Ekelhaft. Jemand hat seine dreckige Wäsche hier gelassen. Passiert. Ist das ein Notizzettel? Eine Notiz, auf dem ein Code steht. ML0480. Okay. Es scheint, als würde jemand oft sein Passwort vergessen. Was für eine Nase. Das Geile ist echt talentiert. Ich finde ihre Sketche super. Das Atrium ist in der Mitte. Jemand hat das Einhorn angemalt. Ein Fankunstwerk aus Kreide über die Kreativ-Spring-Challenge. Alle sind ganz aufgeregt wegen dieser neuen Runway-Challenge. Ist was kaputt gegangen? Ein Rainbow Dream Neonschild. Es ist nicht eingestiftet. Ich kann es kaum erwarten, ihren neuen Song zu hören. Was ist das? Studienraum? Kein Wunder, dass Halloween Jades Lieblingsfeiertag ist. Wieso? Ja, ist egal. Wir sollen ja da rein. Mein Computer steht auf dem Tisch. Sehen wir mal darauf nach. Ich dachte, hier wäre vielleicht irgendwas. Ne, weil wir brauchen ja Diamanten. Wieso sind das hier alles Einhörner? Du solltest dich beeilen, wenn du deinen Artikel rechtzeitig einreichen willst. Ist ja in Ordnung. Schimpf doch nicht mit mir. Es sieht so aus, als bräuchte man ein Passwort. Ja. Ist das nicht deiner? Hier 08. 2 4 0 8. Suchen wir das Passwort. Vielleicht sollten wir auf dem anderen Tisch danach suchen. Ist das Passwort für den Computer? 4587. Super, jetzt kann ich mich in den Computer einloggen und den Artikel versenden. 4587. Lautet 4587. Ja, den gib ein. Achso, 4587. Fertig. Fashion Trends Artikel gesendet. Da ist noch, glaube ich, ein Dings hinten. Apropos Modetrends. Ruby schneidet Kleidung nach Maß. Und die ist richtig genial. Ich glaube, ich weiß, wie ich mich mit ihr versöhnen kann. Ich gehe ins Fabric Studio und sehe mal, ob ich finde, was ich brauche. Ja, lass mich doch. Guck mal, da hinten ist doch, glaube ich, noch Dings hier. Genau, das wollte ich nämlich noch. Ich habe halt immer Angst, irgendwas zu verpassen. Darum gucken wir uns jetzt alles auch ganz genau an.
habe noch keine. Also ich weiß es nicht, ne? Also... Man muss die sehen, ne? Also von Sunny bin ich jetzt nicht so begeistert. Ich finde es halt nur schade, haben die nur 3 Outfits. Ich dachte, ich kann die selber anziehen. Im obersten Flur. Also jetzt muss ich in den zweiten. Muss ich da die Treppe benutzen oder kann ich da auch mit dem Fahrstuhl? Das Fabrikstudio ist im Obergeschoss. Dort lagern wir all die coolen Sachen. Kine, nehme ich die Treppe. Finde den Code in der Umgebung und öffne den Spind, um Diamanten zu erhalten. Wähle die Ziffern und markiere sie, indem du Ziffern markieren drückst. Vergiss nicht, Intro zu drücken, nachdem du den Code eingegeben hast. Ziffern markieren, okay. Warte mal. Hier war doch einer. Ist das ein 0408. Es scheint, als würde jemand... 0408. Ich habe jetzt einfach einen Spind aufgemacht. Oh yeah. Noch irgendwo was? Ich bin gerade voll in Fahrt hier, Leute. 1911. 1911. Oh yeah. Backstage-Bereich. So, noch irgendwo was? Ich bin bereit, Leute. Ich bin bereit. Warte. Haha. Wusstest du, dass Skylar in der Junior High School die Kostüme für das jährliche Musical der Schule gemacht hat? So, hier ist auch nur eins, aber irgendwo fehlen. Hier sind noch 2. Rainbow Kreativ Challenge. Warte, hier an dem Pferd war doch noch eine Zahl. 2485. Ich nehme dich mal. 2485. Okay, das ist das Falsche. Hier. 2485. So, dann hätten wir das, aber hier fehlt halt noch eine Zahl, ne? Ja, ich weiß. Wenn ich eine Zahl wäre, wo wäre ich dann? Visitenkarte. Hm? Kia Hart. Kias Visitenkarte. Scheint, als stünde eine Zahl drauf. Wo? Da steht X. Achso. 2298. Ist das der Code von Kajas Spind? 2298. Ne, dann probieren wir es mal und beklauen die Kaja. 2298. Man muss halt nur rumgucken, ne? Man muss halt nur mal so gucken. Also, dass das hier überall so, Ich bin total durstig. Ein Verkaufsautomat. Er verkauft nur Getränke, ja. Aber ich darf den nicht benutzen. Ich konnte jetzt nur vergrößern, aber nicht benutzen. Okay, dann gehen wir mal hoch. Ja, Treppe hoch. Ich dachte, ich soll hier hin. Da sind hier wieder Chili. Ist Violet eigentlich jetzt durch? Ah, Skylar haben wir schon fast durch. Bellas Koffer. Ein pastellpinker Koffer mit passender Tasche. Was macht Bellas Koffer hier? Ist sie von der Pacific Coast zurück? Ich habe gehört, dass Ruby alles, was sie
trägt, individuell gestaltet. Ist das nicht cool? Es ist cool. Warte mal, ich habe doch eben gerade auch schon wieder... Da gucken wir nochmal ganz kurz rum. Was macht... Ist sie von der Pest... Hier ist ja schon wieder anscheinend ein Spind. Ist das ein Poster? Ja. Ein Poster von Lyrics Luca von Rainbow. Sie ist Leadsängerin in der Band. 2447. Ich liebe ihren Song Colors Go Pow. 2447, ne? 2447. Wollen wir ja mal haben, ne? Raum 93. Raum 92. Fabric Studios, war das das hier? Raum 90. Das. Klasse, da sind sie ja. Was? Jetzt muss ich nur noch Rubys Lieblingsstück finden und fotografieren, damit ich es ihr schenken kann. Das würde ihr gefallen. Okay. Wir gucken einfach mal ein bisschen rum erstmal. Vielleicht kann ich ja, finde ich wieder irgendwas. So, an Schnittmustern. Dieses Kleid ist echt cool. Findest du? Viele Schnittmuster hier rumliegen. Finde Rubys Lieblingsgegenstand. Ich liebe diese Schuhe. Ruby, stehen sie wirklich gut. Ich kann sie nicht mitnehmen. Wieso nicht? Nimm mit. Unter allen Designs von Rubys gefallen mir ihre Sneaker am besten. Schau dir das HR-Football-Logo an. Ein Logo. Ich bin mir nicht sicher, ob Ruby dieses Logo gemacht hat. Ich glaube, das ist alles, was ich finden werde. Ich weiß ganz genau, welcher mein Favorit ist. Echt? Schieße ein Foto vom besten... Ich glaube nicht, dass ich das kann. Nee. Drücke Fotoschießen zur richtigen Zeit, um das Foto aufzunehmen. Stelle sicher, dass das Objekt sich im Bild befindet, um das beste Foto zu schießen. Hoppala. Ich komme da so reingeflutscht. Ich hab's auf jeden Fall drinne. Nicht komplett drin, aber es ist drin. Es ist drin. Die Minispiele machen schon ein bisschen Fun, muss ich sagen. Perfekt, Violet. Du hast jetzt 15 Diamanten. Bestes Foto aller Zeiten. Ja! Geben wir es Ruby. Ich glaube, sie ist in der Cafeteria. Glückwunsch, du hast einen Gegenstand erhalten. Habe ich irgendwas, was ich freischalten kann? Ich dachte, da kommt vielleicht noch was. Also ich muss wieder in den ersten Stock. Okay. Befindet sich im Regenbogencafé. Aber hier haben wir alles. Obwohl ich ja das Kleid, das schwarze, ja hier ganz nice finde hier. Aber okay. Gehen wir mal. Okay. Ruby arbeitet definitiv als Kellnerin.
Jetzt zieh doch nicht so ein Gesicht dabei, wenn du das sagst. Und zwar im Regenbogencafé, einem Ort, an dem man Dinge kaufen und rumhängen kann. Es ist gleich hinter der Statue. Ich beeile mich besser und bin da, bevor Ruby geht. Boah, ich habe ja riesen Respekt davor, wie sie da mit den Schuhen rumläuft, ne? Das ist die Tür zur Cafeteria. Wir haben jetzt nicht in den Sinn gekommen. Aber wir gucken einfach nochmal ein bisschen. Kann ich mit dir reden? Skylar ist angeblich die talentierteste Modedesignerin seit langem im ersten Jahr an der Rainbow High. Ich kann mir vorstellen, dass hier doch bestimmt. Ja? Ach, hier auf dem Boden lag wahrscheinlich. Kann ich was kaufen? Nö. So viel zum Thema, du kannst dir Sachen kaufen. Das ist ein wirklich schöner Ort zum Lernen. Ja, finde ich auch. Sieht schon nice aus. Die haben eine Schaukel hier, als ob. Warte, liegt hier vielleicht noch irgendwo? Nee. Suchen wir nach Ruby. Ruby war rot, ne? Ja, das war jetzt nicht schwierig. Suchen wir nach Ruby, ja, okay. Kommen wir nicht lang. Das Beste an der Rainbow High ist, dass ich die ganze Zeit künstlerisch tätig sein kann. Sogar in der Cafeteria. Ja. Oh, Daphne. Hey, Vi, ich habe gerade mit Sunny geredet. Ich freue mich, dass ihr euch versöhnt habt. Sie war sehr aufgeregt. Ich hatte gerade Art of Music Unterricht. Den mag ich. Da treffen Musik und Kunst aufeinander. Gerade. Hey Ruby, ich war im Fabric Studio und habe das für dich gemacht. Wirklich? Oh Violet, das war doch nicht nötig. Doch, das war es. Sunny hat mir gesagt, dass ich mich manchmal wie eine schlechte Freundin verhalte. Und ich glaube, sie hat recht. Das hat Sunny gar nicht gesagt. Die Tatsache, dass du das gemacht hast, zeigt mir, dass ich dir wichtig bin. Du bist eine gute Freundin. Ich wollte dir sagen, dass ich deine Arbeit toll finde und sehr schätze, was du machst. Danke, Vi. Wirklich nett, dass du das sagst. Wirklich? Ey, die Gesichter von denen. Auf jeden Fall. Aber ich arbeite jetzt besser weiter. Wir reden später. Eieiei. Spiel ich jetzt Ruby? Ich kann nicht glauben, dass Violet das für mich getan hat. Super nett von ihr. Es ist wohl an der Zeit, dass ich mit Poppy rede. Ich habe eine Idee. Aber zuerst muss ich meine Arbeit zu Ende bringen. Sehen wir uns mal die Bestellungen an den Tischen an. Okay. Nice Schuhe. So, warte, hier. Das Beste an der Rainbow. Okay, hier ist aber nichts. Wo kommst du denn auf einmal her? Hallo Ruby, denk dran, jede Bestellung zu erledigen, bevor du gehst. Ja, ich bin dabei. Okay, okay, okay. Aber hier ist doch eine Bestellung, aber... Ich komm da nicht so richtig ran. Ach, Bestellung Nummer 1. Ich muss das anmachen. Hier ist eine Bestellung. Ein Croton. Gehe ich davon aus. Davon will also. Na los! Okay, dann hole ich jetzt mal ein Croissant. Das geht direkt an den Kunden. Glückwunsch! Ich habe einen Gegenstand aufgenommen. Los geht's, Daphne!
Daphne? Aber das ist nicht die Daphne aus Bridgerton, ne? Die Daphne aus Bridgerton hat leider keine grünen Haare. Zieht die das aus dem Rucksack oder was ist los? Das sieht super aus, danke. Mal sehen. Also, Erdbeer-Zitrone. Die möchte ein Getränk haben. Ich glaube, ich werde das Schneidebrett benutzen müssen. Sag das nicht. So, ich nehme erstmal. Es scheint, als müsste ich es auf dem Schneidebrett mit etwas anderem verwenden. Nimm mal das hier. Suchen wir nun die Zitrone. Da. Ich mache Limonade. Ich meine. So, und jetzt gucken wir mal. Wenn ich die auf dem Schneidebrett zerschnitten habe, ist die servierfertig. Zeit, das Schneidebrett zu verwenden. Jo, zeig mir mal dein Minispiel. Ach! Ja, gut. Das gehört Emmy. Ja, okay, ich dachte jetzt hier, ich finde, Emmy hat sehr coole Haare. Danke! Ich hatte ziemlich viel Durst. Darf ich sagen, dass ich Emmy sehr cool finde von ihren Haaren her und auch ihren Style mag? Die hat so Overknees-Schuhe, glaube ich. Entweder hat sie Overknees-Schuhe oder sie hat Stiefel. Also so kleine Stiefletten, dafür aber Overknees Strumpfhose. Was? Der möchte Kekse. Das kommt in den Ofen. Was du nicht sagst. Ey. Mach keinen Blödsinn. Kann ich nicht die fertigen schon nehmen? Die sind noch nicht gebacken. Ich schiebe sie besser in den Ofen. Ich glaube, der Ofen ist jetzt. Es ist Zeit, Kekse zu backen. Da freut sie sich. Und sie geht noch auf Zehenspitzen im Prinzip, um dann halt, weil sie sich so sehr freut. Als wäre sie nicht groß genug mit denen. Die letzte Bestellung geht an Emerald. Als wäre sie nicht groß genug, schon mit ihren Schuhen. Wo zieht sie die Sachen her? Cool, vielen Dank, Ruby. Ja. Sprich mit Kia hart, um den Arbeitstag zu beenden. Aber ich finde es gut, dass sie arbeitet. Und ich mag die Hose von ihr. Gut gemacht. Wie war dein Tag? Naja. Ja, er war okay. Was ist los? Ich glaube, ich war weder eine gute Bedienung noch eine gute Freundin. Wieso? Du hast doch alles gemacht. Ich habe vorhin vergessen, Poppy ihre Bestellung zu bringen. Und kurz darauf begannen die anderen Mädels sich zu streiten. Ach, wirklich? Vergesslich zu sein kann jedem passieren, wenn man viel zu tun hat. Vielleicht ist der Streit der Grund, warum Poppy so niedergeschlagen wirkte, als sie vorhin wegging. Was? Sie war niedergeschlagen? Oh ja, ich fand es schon seltsam. Sie ist immer so fröhlich. Ich glaube, sie war nur ein wenig enttäuscht. Ich muss was erledigen. Also gut, ich mach besser mit der Arbeit weiter. Hoffentlich wird alles besser. Oh, das Gesicht. Ich muss dringend was für Poppy tun. Aber was nur? Ich weiß was. Ich könnte ihren DJ-Tisch individualisieren. Sie beschwert sich immer darüber, dass er nicht die perfekte Farbe hat. Ich gehe in den Music Engineering Kurs und sehe mal, was ich machen kann. Wo ist er denn? Also, er ist auf jeden Fall noch im ersten Stock, oder? Ja. Erster Stock. Genau gegenüber. Ich muss zur Haupthalle. Die ist hinter der Tür auf der anderen Seite des Atriums.
Ah, ich darf mich bewegen. Okay, wer bist du denn? Ich bin immer noch davon fasziniert, dass Miss Morton im Alleingang ein Mondimperium erschaffen hat. Okay. Ich habe gehört, dass Violet mit ihren Fotos schon viele Preise gewonnen hat. Noch irgendwen, den ich vergessen habe? So, du sagst mir jetzt nicht, wo ich hin muss? Okay. Wir gucken uns erstmal ganz kurz hier um. Ob es hier nicht noch irgendwo wieder so irgendwie Schnittmuster gibt. Sieht auf jeden Fall nicht so aus. Jedenfalls nicht auf der Seite. Da sind die Zwillinge mal wieder. Ich denke, vielleicht liegt da hier irgendwas rum oder so, ne? Oder ich habe hier wieder irgendwie wieder ein Safe, also ein Spind. Oh, wie die mich angucken. Hi. Ich wünschte, wir dürften Haustiere in der Schule haben. Ich habe gehört, dass Möpse Skylers Lieblingshunde sind. Ich frage mich, ob sie einen hat. Ich weiß es nicht. Okay, den gucken wir jetzt mal ganz kurz. Müsste Adam Office. Hä? Ich hoffe, ich habe jetzt echt nichts übersehen, ey. Kann doch nicht wahr sein! Ich bin hier die ganze Zeit am Sammeln und nichts wird fertig. Nur für Sunny wurde was fertig. Das ist doch gemein. So, ist das der hier? Hier Sprühfarbe. Klasse. Sehen wir mal nach, welche am besten passt. Das ist nicht dein Ernst. Wirf einen Blick auf die gelbe Sprühfarbe. Okay. Warte. Poppy wird diese neue Farbe lieben. Wenn du so sagst. Ich weiß nicht, ob das so gut ist hier. Ich meine, das ist die sicherste Variante. Kann ich denn hier so? Nee. Ach, hier ist noch. Ich mag diese Farbe und ich bin sicher, Poppy wird sie auch mögen. Klasse. Also wähle ich lieber eine, um Poppys Tisch zu individualisieren. Ich würde ja was anderes nehmen. Nee, ich weiß es nicht, tatsächlich. Der gehört Poppy. Sie liebt den Tisch wirklich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich auch nicht. Ich hebe eine der Sprühfarben auf. Können wir uns mal ganz kurz Poppy angucken? Poppy. Mhm. Sie hat schon mehr Gelb-Orange, ne? Komm, nehmen wir gelb. Oder braun? Ist ja schon so gelb-orange. Komm. Das wird echt toll. Na, deinem Wort in Gottes Gehör hier, du. Gebe die richtige Sequenz ein, um deine Kleidung zu individualisieren. Wenn du einen Fehler machst, beschmutzt du den Gegenstand. Also ich muss die Reihenfolge da beachten. Okay, dann bin ich ja mal gespannt, ob ich das hinkriege. X, links. Die macht doch jetzt gerade Schuhe! Ich dachte, ich mache jetzt einen Tisch.
Jetzt bin ich durcheinander. Ich habe gedacht, ich mache einen Tisch. Wer ist da? Oh nein. Ruby? Was machst du da? Das habe ich für dich gemacht, Poppy. Gefällt es dir? Du hast den Tisch beschmutzt. Soll das ein Witz sein? Es tut mir leid. Ich liebe es. Du hast daran gedacht, dass ich die Farbe ändern wollte. Ich wusste nicht, dass es dich interessiert. Natürlich tut es das. Und ich wollte mich entschuldigen, falls du jemals das Gefühl hattest. Kia hat mir erzählt, du seist heute Morgen sehr traurig gewesen. Ja, diese Unterhaltung war echt übel. Bitte versprich mir, dass wir uns nie wieder so streiten. Kleiner Fingerschwur? Kleiner Fingerschwur. Sehr gut. Hast du den Tisch individualisiert? Ich gehe in den Study Room, um ein wenig zu recherchieren. Ich glaube, das könnte für die Creative Challenge sehr hilfreich sein. Ich mag, dass du Schmetterlings... Arschbank mal sehen, hast. Ob ich für jede von uns eine Zeitschrift finde. Okay, das machen wir aber im nächsten Part. Ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.